mich immer an den YouTuber, meine treuen Abonnenten, YouTuberinnen und Facebooker. Ich ist euer CheckerTH wieder. Heute habe ich eine Ansage zu machen. Na, zwei Ansagen oder drei Ansagen, ihr werdet schon sehen. Weil ich improvisiere meine Videos ja immer, wie ihr wisst. Erstens nochmal herzlichen Dank und lieben Dank für die vielen Abonnenten. Ich habe nicht gewusst, dass ich so viele Abonnenten in kürzester Zeit bekomme. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. In vorigen Videos habe ich das ja schon erwähnt. Ich habe plötzlich innerhalb von drei Tagen fast 300 Abonnenten dazu bekommen. Ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt. Trotzdem super, vielen, vielen Dank. Aber das gehört einen kleinen Haken. Ich habe euch gesagt, ab 500 Abonnenten verschenke ich euch verlose ich euch einen Drehzahlbegrenzer. Diesen Drehzahlbegrenzer kann ich euch aber jetzt so schnell auf die Schnelle nicht verlosen. Es liegt aber daran, weil ich habe gedacht, bis ich 500 Abonnenten habe, das dauert vielleicht noch ein paar Monate. Deshalb muss ich jetzt leider euch, weil ich ein bisschen mehr Geld habe, sage ich jetzt einfach mal so grob, wenn ich 700 Abonnenten habe oder 800 Abonnenten, dann verschenke ich es euch, weil verlose ich es euch. Und ja, meine Ansage ist jetzt, die ich euch machen möchte. Meinen schönen Explorer werde ich verkaufen, den wird es bald nicht mehr geben. Genauso wie den Explorer von meinem Kollegen Luca, den wird es auch bald nicht mehr geben. Dazu kommen wir später zurück. Zuerst zu meinem Roller. Also, aufgrund dessen, dass mein Roller jetzt mittlerweile fast 6000 Kilometer runter hat und ich mich langsam satt gesehnt habe, das kennt ihr wahrscheinlich auch, in einer gewissen Zeit, wenn ihr ein Auto habt, ein Motorroller, ein Fahrrad, egal was ihr habt, in einer gewissen Zeit sehnt ihr euch satt und möchtet euch gerne was Neues zulegen. Und das möchte ich auch mit meinem Roller machen. Ich habe mich satt gesehnt, ich habe viel daran rumgeschraubt und es wird Zeit für entweder erstens mehr Leistung, mehr Qualität und eine Marke. Ja, das bedeutet, ich werde am 1.10. wieder anfangen zu arbeiten und werde jeden Monat knüppelhart 500 Euro zusammensparen, sodass ich genug Geld habe, damit ich im Januar mir den Roller verkaufe und mir dafür einen Trommelwirbel Peugeot JetForce C-Tech Iceblade oder Blackside holen. Das ist ein super geiles Gerät. Ich glaube, unter uns gesagt, jeder, der von euch, der sich mit Roller auskennt, weiß es. Das ist ein hammergeiler Roller. Entschuldigung. So. Jeder von euch, der kennt das, es ist ein wassergekühlter Motorroller. Das heißt, er hat eine Kühlung wie beim Auto. Das ist super geil, weil man hat eine konstante Wärmeableitung. Der Motor ist ein originaler Minarelli-Motor und kein Nachbau. Das heißt, es ist nicht mehr das Billigste vom Billigsten an Zweitaktmotoren. Das finde ich auch richtig toll, weil da kann man mehr Leistung rausholen, ebenfalls die Kurbelwelle auch. Und vor allem, er hat im originalen Zustand, schon für über fast 5 PS. Das ist fast doppelt so viel wie meiner. Das ist übelst geile Leistung. Und jeder von euch, der diesen Roller schon mal gesehen hat, weiß, diese Optik, diese hammergeile, sportliche, aggressive Optik von dem JetForce ist unschlagbar. Ja, meiner hatte auch schon diesen leicht aggressiven Blick vorne wegen Carbon und spitze Form. Aber es ist nicht zu vergleichen mit dem JetForce, den werde ich mir auf jeden Fall holen. Dazu werde ich auch Videos machen. Und weil ich ja auch gesagt habe, dass ich mir jetzt verkaufen werde, bedeutet es auch, ich habe eine kleine Winterpause. Ich habe jetzt im Moment auf meine kompletten Roller auf Originalzustand zurückgeschraubt. Ja, das heißt, Distanzring habe ich wieder reingemacht. Ich habe meine originalen Gewichte wieder reingemacht, den originalen Sportauspuff. Ich habe den Drehzahlbegrenzer abgebaut. Das war's eigentlich an allen Drosseln. Ja, doch, das war's. Das habe ich alles wieder zurückgebaut. Jetzt ist er eigentlich komplett original. Ja, bis auf ein paar optischen Sachen halt. Und deshalb kommen nicht mal so viele Videos. Seid mir nicht böse. Ja, ich werde trotzdem natürlich Videos machen. Also die vorherigen Videos, die ihr gesehen habt, dann habe ich auch heute und gestern schon gemacht. Also das sind, glaube ich, 4 Videos gewesen oder 3 Videos. Aber ich werde trotzdem weiterhin immer Videos machen, ja, entweder über den neuen Roller, über das Zweirad von Luca, da komme ich auch nochmal gleich zurück, und eventuell noch über den Roller. Das heißt, ihr könnt mir trotzdem noch, solange ich den Roller habe, könnt ihr mir sagen, was ich für Videos machen soll, damit ich Fragen beantworten kann. Ich werde auch trotzdem bis Januar jeden Tag online sein, so immer die Fragen beantworten auf Facebook und YouTube, ja. Eventuell auch meine Homepage, wenn die irgendwann mal von meinem Kollegen Max fertig ist. Ich weiß nicht, was er da gerade macht damit. Auf jeden Fall, keine Angst, ich bin immer online, immer zur Stelle. Aber halt eben leichte kleine Winterpause. Ich wollte ja eigentlich einen MTK-Hack noch dran machen. Da habe ich auch ein bisschen zu verändern. Aber warum soll ich mir einen MTK-Hack dran machen, wenn ich das Ding sowieso verkaufe und mir am JetForce sowieso so eine Art Möchtegern-MTK-Hack dran hat? Im originalen Zustand. Weil es ist ja ganz flach da unten. Und ja, dann kommt ein Skateboard gerade vorbei.
sage ich wieder Ruhe. Jetzt kommen wir zu meinem Kollegen Luca. Also, mein Kollege Luca will seine Rolle ebenfalls verkaufen. Jetzt heißt, oh mein Gott, gar kein Explorer mehr, gar. Aber es ist so. Ich weiß nicht, er meint zu mir, er möchte sich gerne ein neues Zweirad kaufen. Und zwar will er sich eine gebrauchte Derby von seinem Kollegen oder seinem Cousin, keine Ahnung, abkaufen am Ende des Monats, also diesen Monat noch oder Anfang des nächsten Monats schon abkaufen und will darüber Videos machen, entdrosseln, tunen, über seine Derby halt. Was mich allerdings wundert, er hat noch gar keinen Führerschein. Aber hey, hey, no, wofür braucht man einen Führerschein? Wenn man illegal fährt, wenn man alles getunt hat, fährt man sowieso ohne Führerschein, ne? ja, aber wie gesagt, seiner wird auch verkauft. Er wird, wir werden trotzdem, auch er wird mitmachen. Videos weiterhin zu machen mit mir. Auch Fragen beantworten über YouTube und Facebook. Kein Ding, keine Frage. Und ja, das war's eigentlich. Das waren meine Ansagen. Ich bedanke mich bei euch. Ich hoffe, ihr bleibt weiterhin meine treuen Abonnenten. Eventuell sogar noch, ihr abonniert mich mehr. Also ich würde mich immer sehr, sehr, sehr doll über ein Abonnement freuen. Ja, und ein Like eventuell, aber das ist eigentlich nicht so wichtig. Ihr könnt das Video liken, müsst ihr aber nicht, weil wofür gibt es die Likes eigentlich nur? Damit Leute like geil sind und Likes bekommen? Wow, dafür gibt es die Kommentare. Oder wenn es gefällt, abonniert einfach. Ja? Egal. Wollen wir mal aufhören zu flamen und das überspringen. Über Facebook könnt ihr mir gerne folgen, weil da bin ich hauptsächlich online immer. Bin ich wirklich jeden Tag online, über iPhone oder über Computer. Also 24 Stunden, 24/7 bin ich da online. YouTube gucke ich vielleicht alle paar Stunden mal kurz drauf, aber trotzdem. Außerdem, wenn ihr was postet auf Facebook, kann jeder das sehen und auch mithelfen zu beantworten. Ja, deshalb, ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns im nächsten Video, welches über die Kupplungsfedern sein wird am Freitag. Und ja, genießt einen schönen Tag. Viel Spaß, fahrt sicher und Scooter Tuning is not a crime, wie man so gerne sagt. Also, ciao.